Hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist wieder soweit für unser Würfelweekend. Also in meiner Zeit ist heute Samstag. Ihr seht das Video wahrscheinlich erst morgen am Sonntag, aber das ist egal. Ich schaffe es tatsächlich mal wieder am Wochenende, mein Würfelweekend-Video zu veröffentlichen. Ich bin echt happy. Ich habe einige Dinge tatsächlich wiedergefunden in meinem Bastelmaterial und so langsam, langsam, langsam fange ich an, wieder einen kleinen Durchblick zu bekommen. Es ist noch nicht so weit, dass ich alles finde. Nein, das nicht. Aber so langsam geht es doch wieder etwas besser. Und da bin ich jetzt echt happy drum, weil es einfach kein Zustand ist, wenn man die Sachen nicht findet. Ne? Ist einfach kein Zustand. So kann man einfach nicht leben als kreativer Mensch. Es geht einfach nicht. Ne, geht nicht. Passt einfach nicht. So, aber genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten sofort los. Würfelweekend 22. Heute ist Basteltag. Das sind unsere Prompts, die am Mittwoch gewürfelt wurden. Das Gefühl, das ich heute als zentrales Thema da einbringen möchte, das ist die Sehnsucht nach Freiheit. Also ein Freiheitswunsch, Freiheitsdrang, Freiheitsgefühl, einfach frei zu sein. So. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses unabhängig zu sein, nicht irgendwelchen Zwängen und zu unterliegen, dieses du musst aber dies und du musst aber das und Freiheit von all diesen Dingen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, diesen Wunsch. Und manchmal ist der Wunsch in mir ganz, ganz stark. Und momentan ist der auch wieder ganz, ganz stark. Und ich weiß immer nicht, wohin mich dieser Wunsch dann führt in meinem Leben. Meistens verändern sich dann viele Dinge. Das ist gut so. Es sind immer gute Dinge. Auch wenn sie manchmal schwierig sind, muss ich sagen, wie ein Umzug in eine kleinere Wohnung. Es ist nicht einfach mit vielen Dingen, gerade mit einem Bastelmaterial, Raum, mit dem ganzen Zimmer in eine kleine Ecke quasi umzuziehen. Das ist nicht einfach, aber vermutlich hat auch das sein Gutes. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich alles zum Guten drehen wird. Also, ihr wisst Bescheid, Gefühl ist das Freiheitsgefühl. Ich tue den Würfel schon mal zur Seite. Getackert, da schauen wir dann gleich mal, was wir so tackern werden. Und das Tier, was für mich dieses Freiheitsgefühl einfach trägt, am ehesten trägt, das ist ein Vogel oder Vögel generell, weil die können fliegen. Die können einfach irgendwo hinfliegen, wo sie wollen. Ich meine, das tun sie meistens nicht. Also es ist ja nicht so, dass sie aus Jux und Dollerei, wie man so schön sagt, einfach irgendwo hinfliegen. Die haben ja auch immer irgendeinen Grund, irgendwo hinzufliegen. Weder fliegen sie in den warmen Süden oder sie fliegen herum, um Futter zu suchen. Sie haben auch immer einen Grund. Dennoch verkörpert für mich der Vogel, weil er fliegen kann, tatsächlich dieses Freiheitsgefühl. Darum wird das Tier, was ich verwende, es werden Vögel oder ein Vogel sein. Und ja, genau. So, dann bleiben noch übrig Stempel und getackert. Die ergeben sich dann irgendwie während des Arbeitens von selbst, hoffe ich. Das Ganze findet natürlich wieder hier im kleinen Journal statt. Ich mache das gleich mal auf. Wir sind ja doch schon ziemlich weit gekommen in dem Ganzen hier. Also das ist wirklich so schon fast voll. Ja, das war am Mittwoch hier, nicht der Tag, aber diese Journaling-Ecke hier, die haben wir gemacht. Das war am Mittwoch. Und jetzt haben wir noch diese beiden Seiten hier im Grunde genommen. Und, ja, das ist ja auch schon voll. Diese beiden Seiten haben wir noch eventuell noch etwas, um da hineinzustecken. Die Ecken vom letzten Mal, die tue ich mal kurz raus. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt in dem Journal noch verwenden oder ob die einfach in den Bestand gehen für etwas Späteres. Einerseits ja, andererseits fände ich es witzig, diese Ecke noch wieder einzubauen, vielleicht sogar hier auf der Gegenseite. Irgendwie wäre das ja ganz witzig, ne? Oder dann eben hinten das Ganze einzubauen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, muss ich noch mal drüber nachdenken. Diese beiden gehen wahrscheinlich in den Bestand für ein späteres Projekt. Ich werde die gleich mal wegtun in meine Ephemera-Vorratskiste. Und ich würde sagen, wir fangen an und wir nehmen diese Seite hier, oder? Ja, wir nehmen diese Seite. Gut, ja, okay. Das passt für mich ganz gut und ich nehme das Ganze jetzt aber erstmal wieder aus dem Cover raus, damit es ein bisschen besser handelbar wird. Cover auf die Seite erstmal. Wo tue ich denn hin? Was ist die Seite? Keine Ahnung. Ich habe immer noch nicht die richtigen Plätze gefunden, um etwas abzulegen hier, weil es ist alles mega vollgestopft. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal, wie vollgestopft das hier bei mir gerade ist am Arbeitsplatz. Es ist also wirklich
also auf die Seite legen hier, geht fast nicht, weil hier überall, was ist, auf allen Seiten, wo ich hingreife, ist eigentlich schon alles voll. So, es geht um diese Seite. Ich brauche einen Vogel oder mehrere Vögel. Und zwar habe ich mir hier zwei Sachen aus einem alten Buch rausgerissen, wegen Junk. Und dann wollte ich noch kurz die Zeitschriften durchgucken. Diese Magazine, mit denen wir jetzt die ganze Zeit da so vor uns hinarbeiten. Die gucke ich auch noch kurz, ob da vielleicht irgendwo Vögel drin waren, weil ich bin mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, ob da eventuell irgendwo ein Vogel drin war. Deswegen, es könnte ja sein, werde ich das mal kurz hier so durchscannen. So, da ist jetzt weiter erstmal nichts drin in dem Ganzen. So, weg mit den Stempeln, weg mit allem Zeug hier. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Vögel wir nehmen. Ich habe jetzt hier einerseits diesen Bussard, ja. Den finde ich ziemlich cool. Den würde ich, glaube ich, wirklich gerne verwenden. Waldvögelein, oh, wie schön. Ja, okay, weg damit. Dann haben wir natürlich hier verschiedensten Vögel. Da haben wir hier ein kleines Vögelchen, das so herumfliegt. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir das Vögelchen, was auf dieser Linie steht. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, das ist auch ganz süß. Und dann haben wir hier aus diesem Kinderbuch, das ist so ein Erklärbärbuch für Kinder. Gut, Hühner sind jetzt nicht unbedingt das Symbol für die Freiheit, aber diese Zugvögel, die finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Und die schneide ich mir jetzt auch nochmal eben raus. Vielleicht brauchen wir auch das noch. Ich habe nämlich gerade noch so eine Idee im Kopf. Also ich habe diese Federn gesehen und da hatte ich plötzlich eine Idee. Plötzlich eine Idee. Kennt ihr das? Man sitzt da, denkt nichts Böses, schnipselt vor sich hin und auf einmal bam. Bam ist die Idee da. So, also das könnte man natürlich unten zum Beispiel aufkleben. Das wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Ne? Ein Vögelchen hier am unteren Rand. Weil das Vögelchen steht ja irgendwie auch auf dem Boden oder auf einem Drahtseil oder wie auch immer. Der Vogel fliegt irgendwo oben rum. Und die Zugvögel, ja, die Zugvögel, ne? Die Zugvögel wären natürlich super, wenn ich die da irgendwie unterbringen könnte. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Ich versuche die erstmal hier so ein bisschen auszuschneiden, ne? Da werde ich das auch noch ein bisschen trennen, damit das einfach besser passt hier auf meiner Seite. Ne? Aber die kann ich vielleicht noch brauchen, die anderen Vögel hier. Wir werden sehen. Ich lasse die mal noch da. Das kommt weg. Und den Bussard brauche ich dann heute vermutlich doch nicht. Der kommt dann in meine Kiste für ja, irgendwelche Bilder, die ich irgendwann mal brauche. Ne? Ganz furchtbar. In diese schreckliche Kiste, wo ich die Dinge, die da drin sind, wahrscheinlich niemals wiederfinde. So, jetzt haben wir hier die verschiedensten Vögel. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt verwenden soll oder ob ich dann diese hier noch nehme, die dann auch noch in die gleiche Richtung fliegen eventuell. Und dann habe ich mir noch gedacht, wir müssten ja auch noch stempeln. Ne? Wir müssen ja stempeln. Ups, ich habe ja hier noch einen Haufen Stempel. Also einen Riesenhaufen Stempel habe ich hier. Ganz viele auch so selbstgemachte, hier so Blätter und naja, hier gibt es auch so geometrische, die sind jetzt mal eher nix oder hier sowas. Ne? Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber eventuell brauchen wir Blätter. Da ist auch eine Feder und noch eine Feder. Oh, lass mal schauen. Dann gibt es hier noch so kleine. Dann gibt es nochmal ein Blatt.
Das sind Blumen, ist vielleicht nicht so gut. Blatt, Blatt, Farn. Ja, dann haben wir hier so Kreise. Ne? Jetzt auch ein kleines Vögelchen. Und dann habe ich noch so einen Action-Stempel mit Vögeln. Und dann, naja, das ist eine Blume. Okay, und Sterne und so eine Tropfenform. Also das sind alles selbstgemachte Stempel. Die haben alle so eine dicke Pappe, ziemlich feste. Und das hier ist Moosgummi. Das habe ich mit meiner Big Shot ausgestanzt. Einfach aus Moosgummi gestanzt. Und diese hier habe ich selbst gemacht. Da gibt es auch ein Video dazu. Das verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Ja? Da gibt es ein Video dazu, wie ich die Stempel hier aus Moosgummi geschnitten habe. Gerade diese Blätter und so, diese Sachen. War da jetzt auch schon das Ginkgo-Blatt dabei? Ja, genau. Ja. Also verschiedensten Blätter. Die habe ich dann eben selbst gemacht. Gell? Und diese sind hier ausgestanzt mit der Big Shot, diese Sachen. Und diesen Baum, den habe ich auch vollständig mit der Hand, also mit der Schere ausgeschnitten und diese Struktur da mit meinem Heißprägestift reingedrückt. Den gibt es irgendwie, den gibt es beim Action hier, so einen Heißprägestift, eigentlich für das Prägen oder das Aufbringen von Goldfolien oder so gedacht. Und den habe ich einfach verwendet, um da die Struktur ein bisschen rein zu malen, quasi rein zu prägen. Ja, und vielleicht sollte ich diesen Baum stempeln, habe ich mir überlegt, weil wenn ich den Baum da habe, ich sollte den mal kurz auf ein Blatt Papier stempeln, dann könnte ich das nämlich ausprobieren. Ne? Dann könnte ich das ja wohl ausprobieren, wenn ich das machen würde. Ich müsste nur mal ein Blatt Papier haben. Das wäre mal das Wichtigste. Ja, ja, da kann ich das mal kurz drauf stempeln. Ich will das kurz ausprobieren mit dem Stempeln. Ne? Nur um zu wissen, ob das dann funktioniert. Und ich glaube, ich mache den, glaube ich, lieber in Braun. Ich mache den Baum mit, mache ich den mit Ground Espresso oder mit Vintage Photo? Was meint ihr? Ich glaube eher mit Vintage Photo. Hm? So, und der wird dann vermutlich dort nur halb aufgestempelt. Das heißt, ich versuche mal nur Farbe auf die Hälfte aufzubringen. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Vor allen Dingen weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss das so rum auflegen. Das Papier obendrauf. So. Ja. Weil ich nicht sehe, wo das hinstempelt. Man ist ja kein Silikonstempel, durch den man durchgucken kann. Sondern eben tatsächlich so eine Pappe. Ja, okay. Das wäre aber, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht, oder? Was meint ihr? Ich schneide das mal kurz ab und lege das einfach mal da unten drunter, damit wir das mal ausprobieren können. So, also ich habe gedacht, wir machen die Zugvögel da oben hin. Ja? Die ziehen ja da oben so in die Gegend und fliegen und fliegen und fliegen so dahin, vor und hinter dem Baum meinetwegen. Da unten sitzt der Piepmatz auf dem Boden. Mhm. So, ja doch, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Mhm. Ach, hier muss ich sowieso irgendwie... Moment, ich muss mal da vorbeigreifen. So. Denn ich muss ja hier irgendwie noch ein Eingriffsloch reinmachen. Ne? Das kann ja so nicht bleiben hier. So. Da müssen wir natürlich so ein Loch haben. Das kann man da ja gar nicht reinpacken. Da weiß man ja gar nicht, was das ist hier. Na? Und dann wäre das natürlich da drauf, so. Und da wäre irgendwo dieser Eingriff drin. Da muss ich natürlich aufpassen beim Kleben. Hm. Aber so im Prinzip würde mir das, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber da möchte ich irgendwas hinkleben. Nur was? Was klebe ich denn da hin? Musikpapier wäre ganz gut. Das ist auch Junk, aber das ist nicht in dieser Zeitschrift drin. Und eigentlich möchte ich gerne Sachen aus der Zeitschrift verwenden. Ne? Haben wir ja gesagt, wir machen hier hauptsächlich Zeitschrift. Ja, die gelben Blüten, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu... Ups, jetzt ist wieder irgendwas runtergefallen. Ach, das könnte aber was sein. Moment. Moment mal. Das könnte sogar was sein hier. Haben wir da noch irgendwo ein schöneres? Vielleicht sogar sowas hier, oder? Was meint der nee? Wäre das eventuell was?
Also sowas wie, ich muss das jetzt mal runter tun, nochmal die Vögel runter und den runter. Das wäre in etwa so. Schauen wir mal, ob das was wäre. Ja, doch, das könnte schon passen, ne? Das könnte passen, ja. Jetzt muss ich da natürlich wieder reinstanzen, ne? Und dann diesen Baum drauf stempeln. Das wäre gar nicht so schlecht. Das machen wir. Das machen wir, Leute. Genau das machen wir. Das ist gut. Ja, das ist gut. Lass uns mal einfach machen und nicht so lange überlegen, ne? Nicht so lange überlegen. Wir machen das jetzt einfach. So, das ein bisschen weg. Okay, jetzt kommt erstmal das hier. Das wollen wir da hinkleben, ne? Ganz genau. Ich lasse extra diese Kante so abgerissen. Das gefällt mir nämlich gut. Nur falls jemand fragen wollte. Aber ihr versteht das ja sowieso. Also da brauche ich ja eigentlich auch gar nicht, da brauche ich ja nicht fragen oder brauche ich nichts zu sagen. Ihr wisst eh, wie es ist. Dass abgerissene Kanten manchmal sehr, sehr gut aussehen können. Das wisst ihr. Vielleicht hätte ich das jetzt nicht so leichtsinnig mit Kleber einstreichen sollen überall, weil jetzt muss ich aufpassen, dass mir der Umschlag nicht zusammenpappt. Zusammenpappt an der Stelle, ne? Das will ich ja nicht. So, ne? So ist gut, glaube ich. So pappt das dann wirklich gut. Und dann gehe ich da wieder rein in die Mitte mit meinem Locher hier, meinem Stanzer, mit meinem Mega-Stanzer. So irgendwie in die Mitte rein und hau da wieder so einen Halbkreis raus. Bam. Ich glaube, dass es einigermaßen wieder in der Mitte ist. So. Ja, ich denke. Ich denke, das ist ganz gut. So, jetzt möchte ich dann meinen Baum stempeln. Und zwar wieder nur die Hälfte. Ich muss mal gucken, wie wir das hinbringen am besten, dass das gescheit wird. Weil ich sehe den Fuß natürlich nicht, ne? So, diese Hälfte muss ich einstreichen, ne? So war das doch, oder? War doch richtig, hoffe ich. Ups, hat sich der Baum ein bisschen von der Pappe gelöst. So, ich muss aufpassen, wo der Fuß ist von dem Baum. So, jetzt mache ich es einfach. Drückt mir die Daumen, dass es klappt, dass es gut aussieht und dass es an der richtigen Stelle sitzt. Das ist jetzt ein bisschen Glücksspiel, das Ganze. Ja, gut, wir schauen. Ja, es hat nicht ganz so gut gestempelt, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich finde es trotzdem okay. Ja, es ist okay für mich, glaube ich. Jo, passt schon. Irgendwie passt es schon. So, das kommt ja weg, ne? Das müsst ihr euch ja sowieso wegdenken, das Ganze. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt legen wir nochmal unsere Vögelchen da drauf, ne? Hier haben wir dieses Vögelchen, das ist da unten. Das sitzt da unten so ganz gemütlich rum. Und das klebe ich jetzt auch tatsächlich einfach schon fest, weil das bleibt auf jeden Fall an dieser Stelle. Das Vögelchen, das bleibt auf jeden Fall da. Das ist fix. Das habe ich fix beschlossen. Ich verwende übrigens die ganze Zeit hier schon in meinem Fläschchen, also schon seit einigen Wochen, also seit einigen Videos, verwende ich hier in meinem Kleberfläschchen den Bastelkleber vom Kick. Diesen Bastelleim vom Kick hier. Den habe ich euch mal irgendwie in einem Haul gezeigt, dann habe ich den gekauft und jetzt verwende ich den schon eine ganze Weile. Der kostet 1,99 hier auf 500 Gramm. Und der Vorteil von dem ist, das ist ein ganz normaler Weißleim eigentlich, der Vorteil von dem ist, der ist etwas flüssiger wie ein Tacky Glue zum Beispiel. Also der hat etwas mehr Wasser drin. Das bedeutet, dass er mit solchen Kleberfläschchen hier ausgezeichnet funktioniert, weil das verklebt einfach nicht mehr. Das klebt nicht mehr zu. Also es funktioniert einfach jetzt immer. Und ich stecke dann halt noch so eine Nadel rein und habe überhaupt kein Problem mehr damit, mit diesem Kleber hier. Nie wieder eingetrocknet.
Perfekt. Also wirklich, wenn ihr so solche Fläschchen verwendet, hier diese Pipettenflaschen, also Nadelflaschen, dann empfehle ich euch echt diesen billigen Bastelleim vom Kick. Also absolut, ja, 500 Milliliter, also ein halber Liter, nein, das sind ja Gramm, 500 Gramm, ja, ist aber fast dasselbe von der Menge her. 500 Gramm Bastelleim, 1,99. Ich meine, hallo, ne? Das ist ja wirklich, da kann man viel kleben damit. So, jetzt aber weiter hier bei unseren Vögelchen und bei der Freiheit. Wir haben also den Stempel, haben wir jetzt definitiv schon mal verwendet. Wir haben jetzt auch schon ein Tier. Es kommen aber noch die anderen dazu hier, die kommen noch dazu. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen mehr abzuschneiden, die einzelnen, also noch ein bisschen feiner, doch ein bisschen feiner den Fussy-Cut hier zu machen, weil mir das noch zu viel Weiß drumherum ist. Ich empfehle euch übrigens wirklich so eine Pinzettenschere zu kaufen. Ne? Also ohne meine Pinzettenschere und Fussy-Cut schneiden, also pff, nö, mache ich nicht mehr. Geht auf gar keinen Fall. Die sind einfach nur genial, die Pinzettenscheren. Ja, wirklich. Wenn ihr das einmal ausprobiert habt und euch ein bisschen eingeübt habt mit den Dingern, dann wollt ihr die nicht mehr aus der Hand legen. Ne? Das ist ganz klar. Wirklich. Das ist kein Scheiß. Der Vorteil von der ist, du kannst im Grunde bis hinten hinschneiden. Ne? Ich schnipsel noch ein bisschen weiter hier schnell meine Zugvögel aus. Okay, viel besser. Mhm. Viel, viel besser so. Und ich würde die auch direkt hier aufkleben. So, dass dieser Vogel da auf der Sonne drauf ist. Ja, und das machen wir auch gleich. Ich glaube, diese Federn hier, dieses Federbild verwende ich nicht. Das liegt jetzt nur noch als Marker da, als Erinnerungshilfe für meine Idee, die ich hatte und habe. Die ich jetzt gleich noch mit euch umsetzen werde. Das ist etwas, ich glaube, das ist noch nicht so allzu oft in Junk Journals verwendet worden, denke ich. Also ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr es schon irgendwo gesehen. Wenn ja, könnt ihr mir das ja gerne schreiben. Aber ich glaube tatsächlich, das ist was relativ Neues, was ich jetzt hier noch im Kopf habe. Für Junk Journals. Es ist nichts Neues. Es ist keine neue Idee an sich. Aber es ist eine Technik, die, glaube ich, neu an dieser Stelle ist im Junk Journal. Das ist es, glaube ich. So, sehr schön. Mhm. Ja, dann haben wir noch diese oder noch diese hier. Vielleicht die, oder? Dass wir die noch hinkleben. Was meint ihr? Die kleben wir noch dahin. Und die kleinen hier, die zwei. Ja, die finden jetzt wahrscheinlich keinen Platz mehr, aber das macht nichts. Die kommen dann mal auf die Seite für ein anderes, späteres Projekt. Gar kein Problem. So, jetzt haben wir Vögel. Wir haben damit die Freiheit, wir haben das Tier und wir haben den Stempel. Und jetzt brauchen wir irgendwie noch getackert. Getackert, ja. Getackert. Und da habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. So, die Ecke passt dann da natürlich nicht mehr hin, das ist ja klar. Ne? Die ist jetzt erstmal weg, ne? Die ist erstmal aus dem Rennen, aber vielleicht machen wir die dann auf die letzte Seite noch. Wir werden sehen. So, passt auf. Ich brauche ein bisschen Wolle. Also wir könnten etwas in Braun nehmen oder in diesem oder so. Das wäre von den Farben her wieder diese Journal-Farbe, ne? Weil wir haben dieses Altrosa, haben wir ja ganz viel da drin. Ne? Und zwar, passt auf, wir machen Federn. Wir arbeiten Federn, jawohl. Ich nehme jetzt eine schwarze Unterlage, damit ihr es besser sehen könnt. Ja. Wir machen uns jetzt ein paar schöne Federn. Meine Güte, was ist jetzt mit den Farben los? Das ist ja eine Katastrophe hier. Ich glaube, das ist jetzt besser. Ne? Es ist nicht mehr ganz so krass hell. Meine Güte, sonst wird man ja blind hier. Wir brauchen jetzt Garn. Und zwar brauchen wir ein, wir machen Federn aus Garn,
habe ich das schon erwähnt, wir machen Federn aus Garn und zwar in Makramee-Technik. Kennt ihr bestimmt so aus den 70er Jahren, also die, die schon ein bisschen älter sind. Ich habe früher mal Wandbehänge geknüpft und Gürtel und ach, alles Mögliche und Taschen und so weiter. Und heute machen wir einfach mal Federn. Ich brauche also eine lange Schlaufe. Das ist quasi, diese lange Schlaufe bildet den Federkiel. Ich stecke das einfach ein bisschen fest. Und dann mache ich, hier unten mache ich ein bisschen Kleber hin. Dahin. So mache ich einen Kleber hin, damit ich diesen Strang ein bisschen stabil habe. Weil ich muss jetzt da immer drunter und drüber. Und ansonsten ist das alles so flimsy und fummelig. Und die Feder, die soll auch nicht so lang werden, Gottes Willen, so lang machen wir die nicht. Also das ist ja, da wird man ja wahnsinnig. Wir brauchen jetzt eine ganze Menge Fäden, die ungefähr, wie lang sollten die ungefähr sein? Lass mal gucken, wie breit soll die Feder werden? Ich will ja nur eine Feder machen. Oder, ja, ich denke, man kann das auch zurechtschneiden, das ist kein Problem. Sagen wir mal so. Die Fäden, die wir schneiden, sollten ungefähr so lang sein wie ein Stück von dem hier. So, und dann brauchen wir etwas, worum wir wickeln können. Ich könnte das hinhauen? Das so rumwickeln? Ja, das könnte hinhauen. Das sieht ganz gut aus. Ich wickle und wickle und wickle. Das ist jetzt erstmal relativ unattraktiv, das Ganze. Einfach nur aufwickeln. Wickeln, 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 wickeln. Noch gescheiter wäre es natürlich, wenn man zwei Stück Pappe nehmen würde. Dann kann man nämlich beim Aufschneiden nachher zwischen diesen Pappstücken durchschneiden. Aber so gescheit war ich natürlich vorhin mal wieder nicht. Hinterher beim Reden fällt es mir dann wieder ein, ne? Ist klar. So, das schneide ich jetzt alle hier auf. Gut, jetzt habe ich hier eine Menge Fäden, die alle ungefähr gleich lang sein sollten. So, und jetzt geht's los. Wir legen das so zu einer Schlaufe, so. Und wir nehmen ein zweites, das wir auch zu einer Schlaufe legen. So, und die liegen sich jetzt gegenüber, die beiden Dinger, ne? Das seht ihr, gell? Die erste Schlaufe, die schieben wir jetzt unten durch. Wie machen wir das denn am besten? Ich mache das jetzt mal mit einer Pinzette. Ich glaube, es ist am ehesten. Die schiebe ich ganz unten durch, unter diesem festgeklebten, festgespannten, ne? Okay, diese lege ich jetzt zunächst mal oben drüber, über das Ganze hier. So, und diese beiden Enden kommen da rein. Und diese beiden Enden gehen nach oben. So, dass wenn man das jetzt festzieht, seht ihr das? Sich da in der Mitte ein Knoten zusammenzieht. Könnt ihr das sehen? Dann ziehen wir das fest. So. Genau so. Und genau das machen wir jetzt mit all diesen Fäden. Also nochmal das ganze Spielchen von vorne. Ich weiß nicht, ob ich euch ranzoomen kann. Ich versuche es mal kurz. So, ich versuche es nochmal. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, keine Ahnung. Also wir nehmen eine Schlaufe und eine zweite Schlaufe. Ja, die eine Schlaufe ziehen wir unten durch, die andere legen wir oben drüber. Das halte ich fest. Jetzt wird das, was oben drüber liegt, auf dieser Seite nach unten durchgezogen. Und auf der anderen Seite werden diese beiden Enden nach oben durchgezogen. So, sodass sich jetzt, wenn man hier zieht, in der Mitte einen Knoten zusammenzieht. So, den will ich jetzt nicht ganz festdrücken, sondern ich schiebe ihn an den vorherigen Knoten fest hin. Okay, und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich das immer abwechselnd mache. Das habe ich natürlich gerade mal wieder nicht bedacht. Ist natürlich noch schöner, wenn man alle Knoten immer abwechselnd setzt. Das heißt, einmal starte ich von dieser Seite und einmal starte ich von der anderen Seite. Und eins geht oben rum. So, haben wir es richtig? Ich hoffe. Das ziehen wir jetzt nach oben durch. Und hier bei dem müssen wir die beiden Enden jetzt nach unten durchziehen. Die kommen unten durch. So, dann festziehen das Ganze wieder. Ich hoffe nur,
dass das auch alles dann hält mit diesem glatten Garn. Das ist nämlich sehr glatt und das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass dieses Garn so glatt ist. Das könnte nämlich sein, dass es dann nicht gut funktioniert. Aber okay, wir müssen uns ja dann überlegen, was wir tun. So, das geht wieder nach oben. Und das geht nach unten durch. Ich weiß nicht, ob ihr das hier überhaupt erkennen könnt, was ich hier mache. Ne? Also ob das überhaupt im Video sichtbar ist so richtig. Ich habe keine Ahnung. Weil mein Laptop, der steht jetzt ziemlich weit so schräg neben mir. Und ich kann da einfach überhaupt nicht drauf gucken, während ich hier bastle. Das ist natürlich noch ein bisschen suboptimal. Das muss ich auch noch ändern. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich weiß noch nie, wie ich das mache. Ne? Also das ist noch ein bisschen, ja, muss noch gucken. Muss ich noch gucken, wie das geht. Ne? So, und das machen wir jetzt einfach weiter, bis diese Fäden hier aufgebraucht sind. Right off the bat, I knew I loved you. You had that sparkle in your eyes. Some kind of shimmer in your presence. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich schätze, dass ich das, weil das Garn so glatt und rutschig ist, von der Rückseite ein bisschen mit Leim fixieren muss, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja quasi die Spitze der Feder hier, ne? Ich schneide mir jetzt auch so ein Stück Papier. Schneide ich mir jetzt hier so eine Form. Dass es so ungefähr nach einer Feder aussehen könnte, ne? So. Könnte das ungefähr hinhauen? Na, ich glaube wohl, dass das ungefähr hinhauen könnte, ne? Was meint ihr? Nur so ungefähr natürlich. Jetzt werde ich mir das aber auch ein bisschen markieren. Ich rutsche jetzt ein bisschen von der Mitte weg. Markiere mir das hier ein bisschen auf den Fäden, die ich jetzt gleich abschneiden will. Und das gleiche mal auf der Seite hier. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Und die Fäden schneide ich dann jetzt tatsächlich hier ab. Jetzt lass mal überlegen, wie wir das hier hinkriegen. Ne? You had that sparkle in your eyes. Some kind of shimmer in your presence. So, jetzt habe ich mal hier alles ausgefranst am Rand und schon das Tesa hier unten weggemacht. Also wie gesagt, wenn ihr das nachmacht, nehmt am besten ein richtiges Baumwollgarn, weil das ist jetzt irgendwie hier wirklich suboptimal, dieses Zeug. Ich muss da jetzt nämlich Kleber drauf machen, damit das überhaupt vernünftig hält und sich nicht auflöst, während das im Journal ist. Und das ist natürlich blöd, also das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich da so einen harten Spein quasi reinbringe. Aber das geht jetzt irgendwie nicht anders. Deswegen werde ich jetzt alle diese Knoten, die ich da gemacht habe, von hinten mit Kleber fixieren und hoffe natürlich, dass es nicht aufgeht dann. Ich werde das jetzt kurz trocknen hier mit meiner Trockenmaschine. Einen Moment bitte. So, jetzt habe ich natürlich vor lauter Kleben und Machen und Tun, habe ich natürlich meine Trockenmaschine jetzt ein bisschen zu lange auf dieses Plastikgarn gehalten und wieder mal nicht bedacht, dass das schmelzen könnte, das Zeug. Hä? Also das ist ja echt jetzt total strange, weil das hat sich jetzt nämlich da am Rand verändert. Ganz komisch. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr strange. Also jetzt auf der einen Seite ist es so wirr, auf der anderen ist es noch so, wie ich es geschnitten habe. Also das ist wirklich jetzt komisch. Aber ich muss es jetzt so lassen, wie es ist. Also anders geht es jetzt nicht. Ne? Jetzt schneide ich hier unten aber diese Schlaufe schneide ich weg.
Und da mache ich jetzt mal noch einen Knoten rein. Ich mache jetzt überhaupt ein paar Knoten rein, glaube ich. Denn das hier soll jetzt da irgendwo hin. Hingetackert werden möglichst. Denn ich muss ja noch tackern. Die Frage ist nur, wo tackere ich das denn bitteschön hin? Das ist eigentlich zu kurz, was ich da gemacht habe, ne? Das müsste ich jetzt verlängern, das Ganze. Das hängt ja hier nicht an der richtigen Stelle. Wenn ich das jetzt hier oben hintackern würde, dann hängt das ja hier genau vor dem Baum. Und das finde ich jetzt ein bisschen doof. Also meiner Meinung nach sollte das ein bisschen tiefer hängen. Vielleicht aber auch einfach hier an den Rand hingetackert. Das könnte man natürlich auch machen. Das muss einfach hier an den Rand tackern. Oder aber, ich nehme jetzt doch noch dieses Bild und tacker die Feder einfach nur an das Bild hin. Möglichkeiten über Möglichkeiten, nur weiß ich leider nicht, welche ich machen soll. Welche soll ich machen? Welche soll ich nur machen? Ja, das ist wirklich nicht einfach. Dieses Garn ist, das sieht zwar hübsch aus mit diesem Farbenverlauf, ja, aber das ist so glatt, dass es richtig, richtig unangenehm ist, zu verarbeiten. Also ich glaube, häkeln, okay, das geht wahrscheinlich. Häkeln geht bestimmt. Aber alles andere, das ist richtig fies zum Verarbeiten. Richtig fies. Fies, fies, ja, das ist wirklich, das ist kein Scherz. Das ist wirklich total fies. Schwer zu verarbeiten auch, ne? Also nicht gut, also einfach nicht gut. Einfach nicht gut. Na gut, trotz dieser komischen Verklebungen am Rand, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wie befestigen? Das würde ich eigentlich am liebsten machen. Ich würde das hier an den Ast hintackern, sodass es quasi da so runterhängt. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege, ne? Ob das überhaupt geht. Weil ich muss ja da rein mit dem Tacker und ich komme ja nicht ganz so weit rein. Das ist das Blöde. Ich versuch's mal. Das Problem ist, dass ich nicht seitlich hin tackern kann. Das ist jetzt wirklich nicht so gut. Ich überlege. Was mache ich denn nur? Einfach diesen Knoten anzutackern, ne? Irgendwie irgendwo. Was ist irgendwo? Also ich meine, viel mehr geht ja nicht, ne? Ich kann ja nicht weiter rein. Das geht ja nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann nicht weiter rein. Das geht nicht. Ich kann so tackern. Jetzt habe ich es getan. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe das Ding einfach hier angetackert. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, ja. Jetzt kann ich natürlich noch gucken, dass ich da was drüber klebe hier. Nochmal Zugvögel oder so. Aber das finde ich jetzt irgendwie auch doof. Vielleicht habe ich ja noch eine Feder irgendwo. Ich habe doch ein paar Federn gehabt. Ich habe schon überlegt, ob man die da nicht mit reinschieben kann. So eine graue mit in diese Knotengeschichte hier reinschieben. Ein bisschen schwierig das Ganze, ne? So. Ich weiß nicht, ob das hält. Also die graue Feder würde zwar irgendwie passen, aber irgendwie schaut das ja auch ein bisschen strange aus, oder? Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen strange, das Ganze. Ich mache jetzt mal eben ein bisschen Distressen am Rand. Vielleicht hilft das schon mal ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Okay, lasse ich jetzt diese Feder da drin? Ich weiß es nicht. Leute, was meint ihr? Sagt doch mal was. Ich höre nichts. Sagt doch mal. Was soll ich denn machen hier mit dem Zeug? Also so ganz zufrieden bin ich nicht, ehrlicherweise. Also das muss ich jetzt schon sagen. Ne? Es hat gut angefangen, aber diese Feder, die hat jetzt ein bisschen zerstört, das Ganze. Ne? Ich hätte das irgendwie anders machen müssen. Also getackert ist es ja, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie. Oh, ich finde das irgendwie noch nicht gut.
Ich finde das irgendwie nicht gut. Wisst ihr was? Ich glaube, die muss wieder weg, die Feder. Die ist... Ne? Ich glaube, die muss weg. Die muss ich wieder wegmachen. Hilft nichts. Es hilft alles nichts. Die muss wieder raus. Ja, ich werde hier den Knoten wegschneiden. Nein, ich mache sie nicht kaputt. Keine Angst, keine Angst. Kaputt wird sie nicht, aber ich muss sie da wieder entfernen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ich frage mich jetzt natürlich schon, vielleicht habe ich so ein Gebamsel-Dingsbums, so ein Anhängerteil, das aussieht wie eine Feder. Schauen wir mal, weil da waren eigentlich so Federn dabei, gell? Ja. Ich glaube, da sind irgendwo Federn. Da zum Beispiel ist eine Feder. Ja, das ist doch was. Ja, Entschuldigung, dass das jetzt hier so einen Lärm macht, aber ich muss jetzt hier ein bisschen Federn rauskramen, ne? Sorry, Leute. Ja, dann nehmen wir die Federn. Wir machen das jetzt so. Die kommt in ein anderes Projekt und die auch. Also keine Sorge, hier wird nichts weggeschmissen, aber das ist so definitiv nicht richtig. Und deswegen, ja, muss das anders. Das muss einfach anders. Ich werde jetzt, mit Trick 17 irgendwie versuchen, diesen Faden hier unter der Tackernadel durchzukriegen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ah ja, doch, ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Genau so. Dann werde ich das da einmal und zweimal knoten. So. Und da hänge ich jetzt diese Federn dran. An die Enden hier. Oh ja, das ist viel besser so. Viel, viel besser so. Meine Güte, was habe ich mir mit der Makramee-Feder da angetan? Ha? Was habe ich mir damit angetan? Habe ich Sachen gemacht, die ich schon seit 1000 Jahren nicht mehr gemacht habe? Ich meine, war ganz interessant, mal wieder auszuprobieren. Gell? Also ja, okay. Aber das braucht ja eigentlich momentan kein Mensch. Ne? Also nein, eigentlich nein. Ach Gott, so. Ja, jetzt finde ich es besser. Jetzt finde ich es besser. Weg mit der fürs nächste Mal. Kommt weg. Feder und sowas kommt auch weg. Das tue ich mal kurz wieder da rein, weil das, ich glaube, dass wir das noch brauchen werden. Aber das kann jetzt auch erstmal weg. Wunderbar, wir sind dann, glaube ich, fertig, Leute. Wir sind fertig. Oh, ich bin happy. Ich bin happy, dass ich fertig geworden bin, weil... Ich hatte wirklich, wirklich jetzt Sorge, dass das irgendwie nichts wird, das Ganze, ne? Dass ich das einfach, dass das einfach nichts, ja, dass das nichts wird, ne? Das ist jetzt, lass mal gucken, wir haben dieses Fernweh, nein, dieses Fernweh, was für ein Blödsinn, dieses Freiheitsgefühl, ja, Freiheit, frei sein, machen, was man will, hingehen, wo man will, kein Muss, kein Zwang, ja, das ist das Gefühl, was ich einfach hier darstellen möchte. Getackert, hier ist eine Tackernadel, da sind diese beiden Federn angehängt. Wir haben ein Tier, das sind meine Vögelchen. Hier oben die Zugvögel, die Graugänse und hier unten der Dompfaff, der kleine. Und Stempel, das ist ein selbstgemachter Stempel, das ist dieser Baum im Hintergrund. Das Ganze ist wieder Junk, außer diese beiden Anhänger. Ich gebe zu, die sind kein Junk. Diese, nein, die habe ich tatsächlich mal irgendwann beim Teddy, glaube ich, gekauft. Die. Also, sorry Leute, wenn ihr ausschließlich Junk erwartet habt, dann seid ihr heute leider enttäuscht worden, weil hier ein Teil davon, von der ganzen Angelegenheit, doch kein Junk ist. Also heute hat mich das Zeug ja gewaltig geärgert, deswegen, ich werde mir noch überlegen, ob ich damit irgendwas mache. Auf jeden Fall sind wir durch für heute. Ich wollte euch noch eins zeigen, und zwar hat die liebe Kerstin eine wunderschöne Karte zum heutigen Prompt gestaltet und die blende ich euch jetzt mal kurz hier ein. Ja, die seht ihr jetzt hier in der Ecke. Also ich hoffe, dass ich die hier einblenden kann. Ne, da, das kommt ja alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Also hier seht ihr jetzt diese wunderbare Karte. Zuerst die Rückseite und dann die Vorderseite. Und ich blende die hier ein, weil sie mir diese Karte gewidmet hat und ich fand das so süß und so lieb und mir gefällt die auch total gut, die Karte. Ich finde das super nett, super freundlich und ich bin echt ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen rot geworden, ne? Habe mich riesig gefreut über sowas Tolles und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde das klasse,
dass ich euch ein bisschen inspirieren kann mit meinen Sachen hier. Das sind ja nur ganz einfache Sachen. Momentan machen wir ja überhaupt nichts Kompliziertes. Diese kleine Angelegenheit hier, Junk and Journal, ist wirklich für jeden machbar. Jeder hat zu Hause irgendwelche Krimskrams, Abfälle, irgendwelche Verpackungen, Schnipsel, kaputten Modeschmuck, Kartonverpackungen, alte Zeitschriften, ja, aus denen man irgendwas rausmachen kann. Jeder hat sowas. Ich glaube wirklich, jeder hat sowas zu Hause. Ne? Das ist jetzt echt, das ist wirklich nichts Besonderes. Dieses Ding hier kann jede von euch, jede und jeder kann das nachmachen. Ne? Und es wird immer toll aussehen und es wird bei jedem vor allen Dingen auch anders aussehen. Und das finde ich ja auch so faszinierend an den ganzen Sachen. Es ist für jeden irgendwie anders. Naja, das kann man auch an der Seite rausbaumeln lassen, das Ganze hier. So, ich habe jetzt da auf der Seite die Federn rausbaumeln und auch die kleinen Perlen, die wir beim Gesicht dran haben. Das baumelt jetzt einfach so in der Gegend rum. Damit ist das kleine Journal auch schon wieder fertig. Und ich sehe gerade irgendwie im Video, dass die Farben ziemlich komisch sind. Die sind ziemlich satt, irgendwie sehr dunkel, weil so braun bin ich nicht. Gottes Willen, nein, ich bin nicht so braun. Was ist denn da mit den Farben bitteschön passiert? Das ist ja grausig. Kann man das irgendwie verändern? Ist das jetzt besser? Na, ich weiß nicht. Jetzt besser? Ja, ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr ganz so braun, oder? Aber irgendwie komisch. Also ich weiß wirklich nicht. Nee, so ist dunkler. Heller? Nein. Nein, das ist es auch nicht. Nein, was für eine Einstellung muss ich denn da wählen, damit das richtig gute Farben hat? Ach, ich weiß nicht. Also seit dem Umzug ist meine Kamerainstallation hier, meine Beleuchtung irgendwie immer noch nicht fertig und noch nicht gut. Ich muss immer noch ausprobieren und rumspielen mit dem Ton und mit der Kamera. Das stimmt irgendwie alles noch nicht wirklich. Aber ich werde das noch in den Griff bekommen, keine Sorge. Das wird schon noch. Ja, das war dann wieder unser heutiges Wochenendergebnis. Ganz was Kleines diesmal, nichts Besonderes. Es ist wirklich überhaupt nichts Besonderes draus geworden. Ein Hintergrund aus einer Zeitschrift, ein paar ausgerissene und ausgeschnittene Vögelchen, ein gestempelter Baum und eine Tackernadel mit ein paar Federn hinten dran gebunden. Einfach nur dran gebunden. Ist nicht schlecht. Die Sache mit dieser Makramee-Feder hier ist einerseits ja eine schöne Sache. Also ich ist nicht so, dass ich das generell hässlich finde, auf gar keinen Fall. Ich fand eigentlich die Idee sehr gut. Die Idee hatte ich ja, als ich diese Federn hier aus dem Buch ausgeschnitten habe. Aber dieses Garn ist überhaupt nicht geeignet. Also falls ihr dieses Garn auch habt, das ist, glaube ich, vom Action oder vom Teddy, bin mir nicht sicher, dann verwendet das bitte nicht, weil das ist komplett ungeeignet. Es besteht aus 50% Acryl und 50% Polyester. Nehmt bitte unbedingt ein richtiges Baumwollgarn, 100% Baumwolle. Dann gehen die Knoten nicht so schnell auf. Ihr müsst keinen Kleber drauf machen, um das zu fixieren hier hinten. Wenn ihr doch Kleber drauf macht und föhnt das Ganze, dann schmelzen euch nicht die Fäden weg, so wie hier, sodass die sich so komisch kringeln. Also bitte nehmt auf jeden Fall, wenn ihr das nachmachen wollt, nehmt auf jeden Fall ein Baumwollgarn. Ne? Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Tipp von mir. Ne? Ich könnte das natürlich trotzdem noch da dranhängen und diese zwei da dranhängen. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, lassen wir es jetzt halt doch drin, weil, ne? Ja, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Und ich versuche es mal, Leute. Ich versuche es nochmal dran zu hängen. Ich bin so blöd. Erst mache ich es weg, dann hänge ich es wieder dran. Was für eine Scheiße ist das? Entschuldigung. Aber ich bin halt mit diesem Ding wirklich so unhappy, ja, so unhappy. Ist das überhaupt ein Wort, unhappy? Ja, ist auch egal, ob das ein Wort ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin so unhappy damit, so unzufrieden mit dem Ding. Ach so, ich hätte das eh woanders. Ach, ich muss das unten durchziehen. Ja, unten muss ich es durchziehen. Ach, verflixt. Das muss hoch, weil das soll natürlich unter den anderen Federn liegen, möglichst. Oh je, das bringe ich sicher nicht da rein. Eieiei. Ich muss aus der Kamera raus, tut mir leid. Das Einfädeln geht leider nicht mit Kamerabegleitung. Okay, ich habe es geschafft einzufädeln. Das ist ja schon mal was.
versuche ich da unten wieder durchzukommen. Das geht ja erstaunlich gut. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es so gut geht. Okay. Und jetzt mache ich da einfach noch mal 2, 3 Knoten rein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Knoten halten werden oder ob die im Laufe der Zeit dann wieder aufgehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, weil dieses Garn ist einfach... ja, ich glaube, man kann vieles damit machen, aber man sollte viele Dinge auch nicht damit machen. So, jetzt habe ich es wieder dran gemacht. Ne? Guck, ist es jetzt besser als vorher? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was sagt ihr? Ihr müsst mir es echt mal sagen, ob das so besser ist oder irgendwie doof. Also ich habe keine Ahnung. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Echt, ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Aber ihr werdet mir sicher einen Kommentar reinschreiben und eure Meinung dazu kundtun, ob das jetzt mit der Makramee-Feder oder ohne die Makramee-Feder besser war. Okay? Und ich glaube, dass wir noch zweimal Videos zum Thema Junk im Journal haben werden und danach zu einer neuen Serie übergehen. Ich habe ja da eine kleine Abstimmung gestartet, was ihr gerne hättet als neue Serie. Momentan haben wir da so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ein Journal aus einem Action-Blockbuster und einer Serie zum Thema einfach mal machen, die verschiedene Techniken vorstellt. Also ja, das ist jetzt so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein paar andere Themen habe ich auch noch vorgeschlagen, aber die wollt ihr, glaube ich, dann eher nicht so. Und ja, wäre toll, wenn ihr alle mitmacht beim Abstimmen, weil ich möchte gerne schon diese Videos ein bisschen auf euch abstimmen. Ne? Wenn ich nur so für mich bastle und keinen interessiert, dann brauche ich ja kein Video machen. Ist ja auch irgendwie logisch. Und wenn ich ein Video mache, möchte ich natürlich möglichst viele erreichen und möchte euch möglichst viel zeigen von den Dingen, die euch wirklich interessieren. Ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis der Abstimmung und freue mich schon auf die nächste Woche. Also bis dahin, macht's gut, junkelt euch was Schönes und tschüss.